Das ist jedem schon passiert. No, never. I cannot tolerate this racism or hatred or equality. Nothing. That's what I'm giving to my children, and I hope it works for them. I want them to be good, and I'm scared that if they're too good, they're very difficult for them to survive in this world. Gehandelt nicht, aber wenn man halt so Späße macht, also quasi schwarzer Humor in Anführungsstrichen, da sind mir halt auch schon mal so Begriffe rausgefallen, wo ich dann im Nachhinein dachte so, was hast du eigentlich gesagt, was hast du eigentlich getan? Das sind halt so Vorurteile, die man quasi spaßeshalber mal sagt, aber im Nachhinein ist es halt nicht witzig, weil es halt eine bestimmte Gruppe von Menschen quasi halt wirklich attackiert und die sich dann halt diskriminiert fühlen in dem Sinne. Ja, nur weil ich selbst von Rassismus betroffen bin, heißt es nicht, dass ich nicht auch rassistisch handeln oder denken kann. Und ich glaube, alle Menschen denken erstmal in Stereotypen und vor allem, wenn man jünger ist und sich nicht damit beschäftigt. Und mittlerweile versuche ich halt aktiv, diese Gedanken oder ja, rassistische Denkweisen abzulegen. Ja, tatsächlich. Und zwar, als es um die Debatte in Deutschland ging mit der Flüchtlingswelle oder die Flüchtlingspolitik, habe ich tatsächlich auch dazu geneigt, über diese Menschen oder diese Menschen als Flüchtlinge zu bezeichnen. Und das ist nicht in Ordnung, weil in dem Moment fasse ich die Menschen nicht als Individuen, also sehe diese Menschen als Individuen, sondern fasse sie als homogene Gruppe zusammen und benenne sie als Flüchtlinge. Und da muss ich mich auch dabei ertappen und war danach erst dafür sensibilisiert, dass ich da auch tatsächlich in diese Sprachpraktik getappt bin. Also diese rassistische Sprachpraxis. As people joke with me with things that are just because I come from Colombia, I have to admit that I have also incurred in these moments where just for the sake of the joke, you just join with racial stereotypes. Ja, definitiv. Also oft. Ich versuche da möglichst reflektiert auch umzugehen mit den Sachen. Also dass ich erwarte von mir mindestens so viel, wie ich das von anderen Leuten auch erwarte. Ja, teilweise aber nicht mit Absicht. Also ich denke halt, dass jeder Mensch teilweise mit Vorurteilen geplagt ist, einfach weil man es aus den Medien so kennt, aber ohne es, glaube ich, böse zu meinen. Ich muss aber auch sagen, dass zwei meiner besten Freunde zum Beispiel aus Kenia kommen. Und da macht man dann schon mal Witze, aber das machen die halt auch selber, weil Rassismus halt so ein großes Thema in der Welt ist, dass man es einfach ein bisschen auf die Schippe nimmt und damit dann vielleicht auch besser umgehen kann, dass sowas überhaupt existiert. Jetzt gerade so in den letzten Wochen dachte ich manchmal, oh Gott, war das rassistisch? Das schon? Ich bin da sehr reflektiert. Nein, eigentlich nicht. Es ist so, wenn es mal mit irgendwelchen Studenten Probleme gibt, wenn irgendjemand dann sich schwerer tut im Studium oder vielleicht sonst welche Probleme hat, dann ist man natürlich immer besonders bemüht, gerade wenn es sich um ausländische Studierende handelt, dass man hier korrekt vorgeht. Man ist, glaube ich, da noch behutsamer als mit unseren Studenten hier aus dem Umkreis. Ich bin streng katholisch erzogen. Das hat mich schon sehr stark geprägt und hat auch dazu geführt, dass ich bewusst erstmal drüber nachdenken muss, dass andere Glaubensansätze auch genauso wertvoll sind und wichtig sind und jetzt keinen Widerspruch eigentlich darstellen. Ja, schon, also in gewisser Weise. Ich kann mich nicht davon freisprechen, mal so in Kategorien zu denken und so zu sehen, wie Hautfarbe dies oder religiöse Merkmale das so. Allerdings denke ich auch immer dazu, ist es so wichtig, dass man darüber reflektiert. So. Also ich wüsste jetzt keine konkrete Situation aus dem Gedächtnis, aber sicherlich wird mir das mal passieren. So. Aber wichtig finde ich dann, dass man das reflektiert und eben nicht darauf agiert. Also wenn Rassismus in das Handeln übertritt, so, da sollte es halt spätestens stoppen. Ja, jetzt nicht nur speziell auf die Hochschule bezogen, sondern generell sind mir schon vor allem in meinen Gedanken Sachen aufgefallen, dass ich Leute anfange zu kategorisieren oder mir Themen zu Personen einfallen oder irgendwelche Dinge, wo ich klar sagen würde, dass es auf jeden Fall rassistisch ist. Ja. Ich war am Bahnhof im Ruhrgebiet, also ich komme aus dem Ruhrgebiet und
ich war müde, es war ein später Nachmittag, ich wollte mich gerne hinsetzen. Da war eine Sitzbank, da saßen drei Personen, zwei saßen zusammen, dann war eine Lücke und dann saß noch eine Person. Und alle drei waren dunkelhäutig und ich hatte einen Moment des Zögerns, ob ich mich jetzt dazwischen setze, weil ich dachte, na, die gehören ja zusammen. Also die hatten überhaupt nichts miteinander zu tun. Und als mir das so bewusst geworden ist, habe ich gedacht, oh Gott, wie bescheuert. Ne? Und dann habe ich mich natürlich auch hingesetzt. Aber so solche Situationen, auch solche Gespräche wie jetzt, zeigen mir auch, dass ich halt definitiv nicht frei von, ich möchte nicht sagen rassistischen Gedanken, aber alltagsrassistischen Zuschreibungen bin. Es kommt mir manchmal die Frage in den Sinn, zum Beispiel wenn ich abends und alleine unterwegs bin und eine Gruppe auf mich zukommt oder auf meiner Straßenseite ist oder Sprüche bringt, denke ich nicht, dass das aus rassistischen Gründen gewesen sein sollte, sondern weil ich als Frau alleine unterwegs war. Ja, also gehandelt würde ich nicht sagen, sondern eher vielleicht gedacht tatsächlich. Insofern leben wir in rassistischen Strukturen, in denen ich auch groß geworden bin. Nur mit der Zeit fällt es mir leichter, diese zu erkennen und denen nicht nachzugehen und zu widerstehen und auch sich einzumischen, wenn das anderen nicht gelingt und Menschen diskriminiert werden.